So, liebe Leute, herzlich willkommen hier beim kleinen Stream. Ich mache die 500-Meilen-Tour von Dundee nach Plymouth. Das dauert ziemlich lange, ich werde nicht alles auf einmal fahren, ich mache es in Parts. Und cool ist, gibt es jetzt noch, ihr könnt den Zug live beobachten, wie er fährt und wo er gerade fährt. Und zwar bei dem Link, der rechts oben eingeblendet ist, also auf rentor.nl. Da findet ihr den Service live, also mit Echtdaten, wie schnell er gerade ist, wo er ist, etc. Bla. Ich werde gar nicht so viel quatschen, ich werde mehr fahren, vielleicht zwischendrin mal. Und ja, genießt es. Wenn ihr Fragen habt, einfach in Live-Chat reinschreiben. Ich mute mich jetzt erstmal und mache den Zug bereit. Viel Spaß.
Bravura. Das nenne ich mal eine krass lange Brücke. Also den Abschnitt fahre ich jetzt auch zum ersten Mal. Tja, da spielt noch jemand Flugsimulator nebenbei. Wie passend. Der nächste Halt ist Leuchhaus auf Plattform 1 und so wie es aussieht, kommen auch pünktlich an.
Tja, das wäre schon der erste Halt. Wir haben so eine leichte Verfrühung. Absolut pünktlich, so müsste es sein. Aussieht, gab es hier mal ein zweites Gleis. Das nicht mehr verwendet wird. Ja, wie schaut's aus bei euch? Seid ihr also Rail-Fans? Also bin Gott vor allem Fan von den Strecken in England. Jetzt echt dachte ich mir halt mal, ich mache mal eine ganz große Tour. Und dann die nach Plymouth. 500 Meilen mit dem HST. Würde ich auch gerne mal in echt machen, die komplette Tour. Bonn hat leider immer weniger HSTs rum.
nächste Halt ist Cooper um 6.53 Uhr und bis aussieht, sind wir mit einer kleinen Verfrierung wieder da. Wollen wir die Deutsche Bahn nachmachen? Ist ein bisschen zu kurz die Plattform da, also die letzten da haben da ein bisschen ein Problem. Aber geht sich gerade noch so aus. Mit ein bisschen weiter vor hätte ich noch können. Naja, lassen wir mal durchgehen.
Scheint so, als wenn das dann links nicht wirklich genutzt wird. Ich glaube, das war zum Bekohlen da. Das da. Wurde da links. Und schon wieder so eine kurze Plattform. Diesmal ist wirklich kurz. Ich bin sogar ein bisschen drüber hinaus. Habt ihr irgendwie so einen Lieblingszug, den ihr irgendwie am liebsten fährt? Bestimmtes Modell, Baureihe? Kannst du mal sonst den Live-Chat?
Tja, sind wir wieder pünktlich angekommen. Und was man nicht weiß, gibt eine Live-Map, da könnt ihr den Zug direkt verfolgen, wo er gerade ist in England. Schneller ist etc. Das ist eine ganz coole Sache.
Was ist bisher so die längste Strecke, was ihr gefahren seid? Also für mich ist das jetzt das längste, wenn ich es dann durchziehe. Okay, irgendwas, glaube ich, läuft da gerade schief. Die Türen sind offen. Das sollte eigentlich nicht sein. Das ist ein Bug. So aus, als ob da gerade schon die nächste Brücke kommt.
Ja, oder auch ein Tunnel. Ziemlich engen Tunnel. Das ist ein bisschen zu schnell, aber naja, sind nicht alle sehr akkurat.
weiß nicht, also primär, ich bin eigentlich fast nur in England unterwegs. Ich meine, das sind einfach die geileren Strecken. Oder gibt es auch mehr im Ganzen? Ich meine, zum Beispiel die Great Eastern Main Lane gibt es ja eben fast komplett. Kann man bei Alan Thompson ja runterladen. Great Western Main Lane sind sie ja gerade dabei. Braucht es nicht mehr so viel. Und das ist ein riesengroßes Streckennetz. Und die deutschen Netze finde ich nicht so spannend, muss ich sagen. Österreich finde ich aber interessanter. Zumindest wenn es Custom-Bins sind. Aber das Hauptnetz, echt England, fahre ich fast ausschließlich. Und ich war bis jetzt noch nicht einmal in England. Entweder das Jahr oder nächstes Jahr würde ich da auf alle Fälle meine Eisenbahntour machen. Platform 7 is the 0825 cross-country service to Edinburgh. This train is the service from Penzance. Das ist jetzt cool. Okay, die Plattform stimmt jetzt zwar nicht, aber ja, cool. Mr.
May I have your attention, please? Please do not leave cases or parcels unattended anywhere on the station. Any unattended articles are likely to be removed without warning. Also ich gehe mal ganz bewusst hier rein, weil sonst wiederholt sich das nur die ganze Zeit.
Okay, das nenne ich mal eine Brücke.
Ja, da bleibe ich doch lieber drinnen. Sirenen müssen jetzt nicht sein. Aber, glaube ich, ganz gut stehen bleiben. Bisschen rough zum Schluss, aber... Naja, hab schon Schlimmeres gesehen. Es ist jetzt auch der vorletzte Halt. Nächste ist dann... Edinburgh. Und da werden wir auch eine kleine Pause machen. Also ich mache eine kleine Pause und starte dann Teil 2 in einem zweiten Stream. Gleicher Kanal. Vermutlich in einer Stunde oder so. Und dann geht's da weiter in Richtung York.
Okay, da fährt ein HST und irgendwas rum. Okay, alles klar. Okay, oder auch nur Grafikfehler. Ich glaube, das soll eigentlich schon ein ganzer HST sein. Okay, tut mir leid. Naja. So, das war jetzt auch der letzte Halt. Vorerst. Es geht dann natürlich schon weiter. Ich meine, es sind 500 Meilen. Jetzt haben wir gerade mal 60 geschafft. Das sind umgerechnet so nicht ganz 100 Kilometer. Und ja, ich mache eine kleine Pause. Ich werde den Stream beenden. Und wenn ihr später mitschauen wollt, lasst ein Follow da. Dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich dann wieder anfange. Also ich denke, in einer Stunde oder zwei geht es dann wieder los mit dem nächsten Part Richtung York und weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis demnächst hier auf dem Kanal.